Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T. Und heute habe ich wieder, sicherlich für den einen oder anderen, ein spannendes Thema. Und zwar das Thema, wenn der Fitness-Lifestyle, Achtung, zur Zwangshandlung mutiert. Ja, wenn der ein oder andere jetzt gerade denkt, was will er jetzt schon wieder? Oder der ein oder andere schon denkt, oha, ich glaube, er weiß, was er meint. Und der ein oder andere schon denkt, oha, ich glaube, jetzt kommt was, was für mich sehr interessant ist. Da kann ich euch sagen, aufmerksam zuhören, ist wieder natürlich ein Videoclip, der nicht in 1, 2 bis 3 Minuten abgeliefert ist. Das heißt, ihr müsst euch auch ein bisschen mehr Zeit nehmen zuzuhören, weil viele Infos kann man nicht in 1, 2 oder 3 Minuten Videoclips verpacken. Das geht nicht. Weil einfach viel zu viele Fragen dann offen bleiben. Und deswegen, was meine ich damit? Pass auf, ich erlebe es natürlich sehr oft, dass Leute, die in den Lifestyle, in den Fitness-Lifestyle einsteigen, den gesunden Fitness-Lifestyle einsteigen, das heißt, sie kommen aus einer Struktur raus, wo sie mit Sport, Fitness und mit gesunder Ernährung nichts zu tun hatten und sie haben sich vorgenommen, jetzt alles umzustellen. So, und da passiert Folgendes bei vielen. Sie stellen um und nehmen sie natürlich innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel los, bedingt durch Außeneinflüsse. Außeneinflüsse wie 6, 8 und 10 Wochenprogramme, wie irgendwelche Aussagen, die auf irgendwelchen Plattformen getätigt werden, durch irgendwelche visuellen Eindrücke, die mit Bildern vermittelt werden, versuchen sie natürlich innerhalb von relativ kurzer Zeit maximal viel zu erreichen. Und da ist natürlich immer Stichwort, viel hilft viel. Das heißt natürlich, hier wird natürlich von null Sport auf 4, 5 bis zu 6 Trainingseinheiten pro Woche gegangen. Es wird von einem zum Teil katastrophalen Ernährungsverhalten komplett innerhalb von wenigen Tagen umstrukturiert auf ein extrem gesundes Ernährungsverhalten, was ja eigentlich auch gut so ist, aber auch auf ein extrem kalorienreduziertes Vorhaben, auf No Carb oder extrem Low Carb. Und diese Maßnahmen führen bei den meisten dazu, dass sie sehr stark unter Druck sind. Das heißt unter Leistungsdruck, unter Erfolgsdruck. Da kommt dazu, dass viele von denen, die diese Maßnahmen ergreifen, natürlich auch auf Social-Plattformen angemeldet sind, wie Facebook oder Instagram, und dann erhalten sie auch relativ schnell positives Feedback von ihren Fans, was ja auch gut so ist, aber dieser positive Feedback sorgt dafür, dass noch mehr Leistungsdruck entsteht. Ja. Es möchte noch schneller und noch mehr Ergebnisse erreicht werden, als eh schon unrealistisch ist. So, und so entsteht natürlich ein maximaler Leistungs- und Erfolgsdruck. So, irgendwann laufen diese Menschen Gefahr, dass sie diesen gesunden Fitness-Lifestyle so massiv in der Intensität erhöhen, dass es kein gesunder Fitness-Lifestyle mehr ist, sondern dass es nur noch Zwangshandlungen sind. Was sind Zwangshandlungen, ihr Lieben? Zwangshandlungen sind Dinge, die ich tätige, die ich tue, die auf keiner Weise und in keinster Weise mehr mit Spaß verbunden sind. Das heißt, ich muss ins Fitnessstudio gehen, ich muss trainieren. Ohne Training kann ich nicht mehr leben. Ein Training verpasst, extrem schlechtes Gewissen, den ganzen Tag schlecht drauf, schlechte Laune, die ich an meine Mitmenschen auslasse, weil ich nicht im Fitnessstudio war. Oder ich esse einmal pro Woche ein Stück Schokolade und habe danach einen Tag lang ein schlechtes Gewissen, weil ich ein Stück Schokolade gegessen habe oder ein Stückchen Kuchen gegessen habe. Ich zweifle an meinem Erfolg, weil ich Kuchen gegessen habe oder ein Stückchen Schokolade gegessen habe. Ich zweifle an meinem Erfolg, weil ich 2 Tage nicht ins Fitnessstudio konnte. Ich habe extremen Druck, wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Ansonsten fühle ich mich nicht wohl, ansonsten habe ich keinen guten Flow. Ja, und das sind Dinge, die dann letztendlich, die man als Zwangshandlung bezeichnen kann. Das heißt, ich gehe nicht mehr mit Spaß an die ganze Sache, ich gehe nicht mehr mit Freude an die ganze Sache, sondern ich gehe nur noch an die ganze Sache ran. Mit dem Hinterkopf, Erfolg muss groß sein, wenn ich nicht gehe, habe ich keinen Erfolg und ich hänge alles davon ab. Das heißt, ich mache mein ganzes anderes, was um mich herum ist, mache ich davon abhängig, ob ich dort Erfolg habe, in meinem Fitness-Lifestyle. Man darf nicht vergessen,
Der Fitness-Lifestyle ist immer noch ein Hobby. Davon leben wir nicht, sondern wir leben von unserer Arbeit, wir leben von dem, was wir tagtäglich tun. Und wir sollten nicht alles abhängig machen von unserem Fitness-Lifestyle. Deswegen ist es ganz gut, beziehungsweise Vorsicht ist geboten, wenn ihr feststellt, dass ihr erstmal ins Fitnessstudio geht, in euren Sport oder zu Hause macht oder laufen geht, nicht mehr aus innerem Antrieb raus, sondern weil ihr Druck habt, weil ihr Zwangserfolg habt. Ihr geht sogar dann in den Sport und dann laufen, wenn ihr überhaupt gar keine Lust mehr habt. Wenn ihr total müde seid, wenn ihr schlechte Laune habt, wenn euch es überhaupt nicht gut geht, ihr geht trotzdem ins Fitnessstudio und stellt fest, es wird dann auch im Fitnessstudio bzw. im Sport nicht besser. Ihr fühlt euch immer noch schlecht. Wenn es soweit ist, dann solltet ihr euch grundsätzlich Gedanken machen, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Ob das Ganze wirklich so gesund ist, weil es gibt tatsächlich den sogenannten Fitness-Burnout. Habe ich schon einige Kunden hier gehabt, die unter dem Fitness-Burnout gelitten haben. Das ist echt kein Spaß. Das ist wie ein normaler Burnout auch. Und deswegen kann ich euch nur sagen, geht vorsichtig mit um. Wenn ihr Symptome feststellt, was ich jetzt gerade schon erwähnt habe, dann solltet ihr einfach mal Gedanken machen, ein bisschen die Intensität rauszunehmen, das Ganze etwas entspannter anzugehen, mal 3-4 Wochen sich keine Ziele zu setzen, mal 2-3-4 Wochen völlig entspannt ins Fitnessstudio gehen, vielleicht auch mal den Trainingsplan sausen lassen, sagen, ich trainiere einfach das, wozu ich Lust und Laune habe. Und wenn es sich dann bessert nach 3-4 Wochen, dann ist es gut. Wenn es sich nicht bessert, dann ist es ja vielleicht auch mal an der Zeit, professionelle Hilfe zu holen. Tatsächlich, bevor ihr wirklich in so gerade, was ich hier schon gehabt habe, dass es Menschen gibt, die dann eben Neurosen haben, die Psychosen haben zum Thema Fitness, die Schlafprobleme haben, wo sich der ganze Tag nur noch ums Thema Fitness dreht, ein Thema, wann habe ich mein Sixpack, wann sehe ich schön aus, wie viele Likes bekomme ich bei Instagram, wie gut finden das Leute, das heißt, wenn sich alles nur noch um ein Thema dreht. Dann macht es sicherlich auch mal Sinn, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und da gibt es auch nichts zu lachen darüber. Solche Sachen können passieren. Und deswegen, liebe Freunde, seid vorsichtig. Gesunder Fitness-Lifestyle sollte nicht übertrieben werden, weder im Bereich der Trainingsintensität, der Trainingshäufigkeit, noch im Bereich der Ernährung. So, das war's schon wieder zum Thema unseres geliebten Hobbys, des Fitness, wo man natürlich auch zu vieles gut machen kann. Das war's schon. Andreas Triebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Macht's gut, bis bald.